Es gibt 6 Wochen voller Sommerferientage, bis die Schule beginnt und es ernst wird. Na, erinnert ihr euch an diese Introsequenz? Ich denke, ich lüge nicht, wenn ich hiermit sage, dass die Serie Phineas und Ferb fast für jeden ein Meilenstein seiner Kindheit war. Allerdings habe ich mich dabei auch so gefragt, was mit der Serie heute so abgeht. Also, Ferb, ich weiß jetzt, was wir heute tun werden. Und zwar widmen wir uns der Frage, was ist mit der US-amerikanischen Zeichentrickserie aus dem Hause Walt Disney geschehen? Keine Sorge, Leute, die Serie ist nicht tot. Nun ja, nicht wirklich, aber erstmal der Reihe nach. Zu Beginn erstmal ein paar wichtige Fakten zur Serie, die man einfach kennen sollte. Die erste Episode wurde in Deutschland am 22.09.2007 auf dem Disney Channel ausgestrahlt. Die Folge hieß Die Achterbahn und ich glaube, ihr erinnert euch an das Intro, wo eine Achterbahn auch drin vorkam. Bis zum heutigen Tag hat die Serie 135 Episoden mit einigen Specials, worunter sogar ein Film ist. Gehen wir nun aber ein bisschen mehr ins Detail und schauen uns die einzelnen Staffeln einzeln an. Staffel Numero Uno beinhaltet 26 Episoden, die sind allerdings dann alle wieder einmal in 2 Folgen unterteilt. In der ersten Staffel, kurz zur Handlung. Phineas und Ferb bauen was, Candace will sie an ihre Eltern verpetzen, aber Doofenshmirtz und Perry bringen das Ganze wieder in Ordnung. Ich denke, hierbei reicht auch wirklich diese kurze Erzählung, denn jeder kennt doch. Und kommen wir also zu Staffel Numero Secco, oder wie auch immer. Diese beinhaltet dann 39 Episoden und ging mit der ersten Folge am 24.07.2009 an den Start. Kurz zur Story. Candace, die ihre Brüder sowas von Felix sehen will, ist eben dasselbe wie in Staffel 1. Also, weiter geht's. Zu Staffel 3 brauche ich dann auch nicht so viel Wörter verlieren. Wichtig ist nur, die ganze hatte 35 Episoden, also insgesamt 70 Folgen. Ich habe nur bewusst die genauen Zeiträume der Staffeln vernachlässigt, da ich denke, dass es sowieso niemanden interessiert und sonst kann er gerne in der Beschreibung nachschauen, wo die genauen Daten einmal verlinkt sind. Jetzt kommen wir dann aber zu Staffel 4. Staffel 4 beinhaltet 39 Episoden, wobei da dann die Erstausstrahlung am 15. Juni 2013 stattgefunden hat. Warum ich das sage? Weil nach Staffel 4 Schluss ist. Nach den 39 Episoden gab es keine neue Folge Phineas und Ferb mehr. RIP. Das fragt ihr euch jetzt sicher alle. Also, warum nun wurde die Serie abgesetzt? Die Gründer Dan Povenmire und Jeff Marsh sagten dazu, Zitat: "Wir alle kennen Fernsehserien, die länger liefen, als es ihnen gut getan hat. Bei Phineas und Ferb wollen wir nicht, dass es dazu kommt, sondern ein Finale anstreben, solange sich die Zuschauer mehr wünschen." Hierbei sage ich wirklich gut ab, dass die Serienschöpfer von selbst darauf gekommen sind, eben den Hebel zu ziehen und zu sagen, stopp, wir hören jetzt auf mit der Serie. Und die Begründung, dass die Serie sonst irgendwann zu ausgelutscht ist, finde ich passt perfekt. Denn an einigen Serien, wie zum Beispiel The Walking Dead oder House of Cards, kann man genau sehen, dass das eben der Fall ist und so dem perfekt entgegengewirkt wird. Und ich erwähnte ja bereits schon, dass die Serie eigentlich nicht wirklich tot ist. Denn sie läuft immer noch auf dem Disney Channel. Zwar sind es dann eben Wiederholungen, aber immerhin. Und falls es einige noch nicht mitbekommen haben, gibt es auch eine Fortsetzungsserie, die sich da nennt Schlimmer geht's immer mit Milo Murphy. Diese wird auch wieder von den Phineas und Ferb-Schöpfern erstellt und spielt nur ein paar Blocks von Phineas und Ferb entfernt. Die Serie beinhaltet sogar ein Crossover mit Phineas und Ferb und der gesamten Mannschaft. So, das war's jetzt aber mal wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, eine positive Bewertung wäre nicht schlecht. Und schreibt gerne mal eure Meinung zu diesem Thema, dass man Serien eher abstellen sollte, weil sie sonst zu ausgelutscht werden, in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.